Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal bei Busa Nusma. Ja, um welches Spiel geht es? Man kann es hier unschwer erkennen, hier am Horizont, hier steht es ganz groß. What Remains of Edith Finch. Ja, um was geht es hier? Ich habe mal wieder überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ähnlich ist wie Firewatch, so in diese Richtung zumindest geht. Ich finde diese Spiele relativ cool. Daher habe ich mir gedacht, jetzt schauen wir das Ganze hier auch nochmal an. Das Problem ist, wie immer leider hier in der Geschichte, es gibt keine deutsche Sprachausgabe. Edith Finch. Okay. Das sind wohl wir, denke ich mir, mit einem Gipsarm auf einem Boot. Okay. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Beginnen wir am besten von Anfang an mit dem Haus. So, ihr seht schon, die deutsche Untertitel oder Übertitel, wo immer das hier auch auftaucht, verschwindet relativ schnell wieder. Ich werde versuchen zu lesen, ich kann aber nicht versprechen, dass wir immer alle schaffen zu lesen, weil es relativ sich schnell auflöst. Also wir haben hier darüber keine Steuerung leider. Über die Geschwindigkeit. So, wir sind hier, das hinten, ups, so, nochmal, ist das Haus. Da schaut ziemlich crazy aus, würde ich mal sagen, das Haus. Okay. Da ist zu. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Ja, das meine ich eben jetzt. Jetzt löst sich das nämlich ganz schnell auf. Und ich würde sie eigentlich immer erst gerne sprechen lassen und dann lesen. Und das, glaube ich, wird nicht funktionieren. My brother Milton disappeared when I was four. It was like the house just swallowed him up. Mein Bruder Milton verschwand, als ich vier war. Es war, als würde das Haus ihn verschlucken. Okay, das ist wohl ihr Bruder gewesen. Milton Finch. Date Missing, Oktober 23, 2003, 92 geboren, am 19.05. Der ist verschwunden, okay. Und warum sind wir jetzt hier wieder zurück an dem Haus? Schauen wir mal, was kann ich denn überhaupt machen? Oh. Okay. Der Finch, das ist ein Stammbaum. Ja, das ist ein Stammbaum. Da oben, das sind wir, das ist die Edith, okay. 1999 geboren. Milton, das war der Bruder. 2003 gestorben, kann man nicht sagen, verschwunden. Aber man geht wohl davon aus, dass er nicht mehr lebt. Und das alles da unten sind ehemalige Flinchs. Odin von 1880, okay, bis. Eddie, Walter, Sam, Louis, der ist auch noch nicht so lange tot. Sonja, okay, da steht nichts. Kai. Okay. Was kann ich denn noch machen? Okay, ich kann ein bisschen ranzoomen. Das gibt mir die beiden Tasten. Und das war's dann auch schon. Kann ich laufen? Also kann ich schneller laufen. Ganz schön duster, ne? Na gut. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Okay, ich lebte hier, bis ich 11 war, durfte aber viele der Zimmer nicht betreten. Mhm. Der Briefkasten. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Okay, im Briefkasten liegen hier Rechnungen, die 7 Jahre alt sind. Vor allem Rechnungen mit dringend. Oh, sie nimmt sie gar nicht mit. Die Zeitungen nimmt sie auch nicht mit. Okay. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral.
Okay. Sie war seit der Beerdigung ihres Bruders nicht mehr hier. Okay. Also ist er wohl doch gestorben. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Okay, im Testament vermachte die Mutter ihren Schatz. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Okay, die Mutter vermachte einen Schlüssel im Testament, sagt aber nicht, wofür er gut war. Und guck mal, das bleibt jetzt lange stehen. Vielleicht dachte sie, die Mutter eben, dass eben genau das ein Geheimnis verbirgt oder birgen würde und sie zur Rückkehr bringen würde. Gehen wir jetzt da rauf oder gehen wir da runter? Kann man überhaupt runter gehen? Ja, kann. Man kann rauf und runter gehen, ne? Oh, es ist duster. Ich muss noch irgendwie heller machen. Warte mal schnell, ich schau mal schnell, ob ich das irgendwie... Ah, ein bisschen besser, ne? Ein bisschen milchig, aber schauen wir mal. Ich glaube, er hat nach unten rumgehen. Seit langem war hier niemand mehr langgegangen. Das unten konnte ich gar nicht lesen. Es war gar nicht so deutlich dargestanden, dass man es überhaupt lesen konnte. Ich glaube, da unten hätten wir auch entlang gehen können. Man soll sich. Wenn ich was sage, dann reagiert er drauf. Ist das cool? Hallo? 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 Nee, doch nicht. Und weg ist er. The truth is. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Okay, also sie hätte nie gedacht, dass sie wieder mal zurückkommt hier in das Haus. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Aber jetzt hatte sie Fragen über die Familie, das wohl nur das Haus beantworten kann. Was für ein krasses, verrücktes Haus ist das denn, bitteschön? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Okay, das Haus schaut noch genauso aus, wie sie es in Erinnerung hat und in ihren Träumen. Ich meine, das unten hier ist ja noch ganz normal, aber das hier oben ist ja total abgefahren. Das ist wohl der Pfad, den wir auch hätten gehen können. Lass uns da mal kurz hinterlaufen. Vielleicht finden wir da, oder ist ja da irgendwas. Ich kann leider nicht rennen. Ich kann the woods around the house have always been uncomfortably silent. Okay. Die Wälder waren schon immer ungemütlich still. As if they're about to say something, but never do. Aha. So als würden sie kurz davor sein, irgendwas zu sagen, die Wälder. Aber sie behielten immer ihr Schweigen. Wir gehen jetzt hier einfach nochmal entlang, weil ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie wieder aus dem Haus rauskommen oder ob sich das Ganze nur im Haus abspielt oder auch mal draußen. Das kann ich nämlich nicht sagen. Deswegen würde ich sagen, lass uns kurz mal hier noch hinterlaufen. Da wären wir runtergekommen normalerweise, ne? Von da oben. Obwohl, schau mal, da kann man auch noch hintergehen. Oder doch nicht? Doch.
Okay, sie können auch voll entlang laufen. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass das geht. Oh krass. Okay, da ist Feierabend. Oh, da kriegt man gleich eine Gänsehaut hier. Okay. Frösche. Das ist der laute Frosch. Da liegt ein Plakat. Was haben wir denn für einen schönen Anhänger hier? Okay. Oh, Hilfe, nicht reinfallen. Liegt noch mal so ein Plakat. Da ist auch wieder eins. Da liegen ganz schön viele von diesen vermissten Anzeigen von meinem von dem kleinen Bruder. Na gut, dann gehen wir mal zum Haus. Da schießt sogar noch ein Auto da. Oh, es ist ganz schön düster. Trotzdem, dass wir es heller gemacht haben. Was ist das denn? Ist das denn ein Froschboot? Na gut. Es ist schon spooky hier, oder? So ganz alleine hierher zu gehen? Ich weiß ja nicht. Überall diese Plakate. Boah, da sind aber ganz schön viele von diesen Plakaten. Aber dann gehe ich mal davon aus, dass die Mutter auch nicht mehr lebt, oder? War das dann Louis? Louis ist aber jetzt kein Frauenname. Wenn sie gesagt hat, as a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Okay, als ich ein Kind war, war ihr das Haus unheimlich, dass sie das gar nicht beschreiben kann, in welcher Art und Weise das war. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Okay, sie ist 17. Jetzt, wo sie 17, kann sie das genau beschreiben. Sie hatte Angst vor dem Haus. Also wir sind 17. Die Mutter scheint anscheinend dann aber auch schon gestorben zu sein, wenn sie vorher gemeint hätte, also im Testament hätte sie eben diesen Schlüssel bekommen. Katzenklappe. Was? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Okay. Hundeklappe, keine Katzenklappe. Sie hat einen Hund. Das war mit 11 leichter hier durchzuklettern, kann ich mir gut vorstellen. Ist doch alles da. Das heißt, sie war 11, jetzt ist sie 17. Das heißt, sie war 6 Jahre lang nicht mehr hier. Die ganzen Sachen hier dann, eventuell sind dann 6 Jahre lang, liegen die 6 Jahre lang rum. Norse Chief, okay, der Pacific of
schön aufgeräumte Werkbank. Noch ein Auto. Oben ist ein Boot oder mehrere Kajaks. The power had been turned off the night we left. Okay, also wir haben keinen Strom. Seit sie damals gegangen sind, haben sie den Strom wohl abgeschaltet. Es war das erste Mal im Jahr. I felt like I was home. Dass sie sich wie zu Hause fühlte. Okay, wir sind jetzt hier quasi durch die Hintertür reingegangen. auch nicht schlecht. Oh, da liegen aber echt verdammt viele Bücher rum. Verdammt viele Bücher. Da auch überall Bücher. Cool, dieser alte Ofen. Alte Mikrowelle. But instead of a family, there were just memories of one. Anstelle einer Familie war da nur. Okay. Okay, hier ist die ganze Familie. Warte mal, lass doch mal schauen. Wie hieß denn? Louis. Hä? Milton? Louis? Okay. Eddie, Louis, dann Happy Birthday. Das war wohl mein Geburtstag. In Love Memory, Louis Finch. Das ist die Trauerkarte von unserem Bruder. 88 bis 2010. Eddie hieß dann wohl die Großoma, okay. Below, Bruder von mir, der Sohn von Dawn, Great Grandson und Eddie. Memory, kein Vater? Kein Vater, wie es ausschaut. Hey, überall diese Bücher, wieso gibt es hier so viele Bücher? Das ist Mann, alles mit Büchern voll hier. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Okay. Also, die Mutter hat wohl in einer Dosenfabrik angefangen zu arbeiten. Deswegen haben sie hier auch so viel Thunfisch und irgendwann hatte sie die Nase voll von Fisch. Kann ich gut verstehen. Alles voll Fisch hier. Apple Pie. Da pustet jetzt ganz schön durch die Abzugshaube. Orha only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Okay, es gab nur einen Lieferdienst und zwar chinesisch. Sonst gab es ja nichts, die so weit rausgeliefert haben. Keine Pizza. Ein cooler alter Gasofen. Krass, wie laut der ist. Kann man den nicht leiser machen? Noch mehr Fisch. Ach du Scheiße. Und Bücher über Bücher. Barbara Finch. Das schaut aus wie auf einem Filmset und das würde sie da Regie führen. Okay. Oh mein Gott, wieso gibt es hier so viele Bücher? Oh. The table was still a wreck from the night we left. Der Tisch war immer noch gedeckt wie in der Nacht, als wir gegangen waren. Ich wollte schon sagen, da ist Blut. Nee, das ist der Rotwein. It was like a bomb had gone off. Killing everyone but sparing the furniture. Es war, es hätte eine Bombe eingeschlagen, alle umgebracht und nur die Möbel unversehrt gelassen. Eddie. Ein Rollstuhl.
Da bin ich wohl mit meinem Bruder. Und auch nochmal. Chinesisches Essen. Das ist wohl von der Großmutter hier, ne? Die war wohl schon älter. Also schon pflegebedürftig mit Sauerstoff. Rollstuhl. Ha, cool. Da liegt sogar noch ein Handy drin. Pflanze ist schon vertrocknet, klar. Das alte Essen sogar noch hier drauf. My mom was the only one of us who could imagine great grandma Edie living in a nursing home. Okay, die Mutter war die einzige, die sich vorstellen könnte, dass man die Großoma in ein Pflegeheim gibt. Das denkt die Kinder natürlich nicht. Da pustet jetzt rein. Gott, die Geräusche. Krieg ich totale Gänsehaut. Ey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Hier gibt es 50.000 Bücher. Schaut euch das mal an. Selbst der Fernseher steht auf Büchern. Nothing in the house looked abnormal. Nichts im Haus schien ungewöhnlich. Like a smile with too many teeth. Wie ein Lächeln mit zu vielen Zähnen. Der runde Korb ist auch noch da. Cooler Tisch. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Okay. Die Oma hat wohl erzählt, dass... Oh, guck mal, wie die da reingehen. Die Oma hat wohl erzählt, dass selbst die Steine oder der Kamin eine Geschichte hat und die Steine vom ursprünglichen Haus stammten. Das könnte das sein, bevor es versunken ist. Okay. Wir haben alles zurückgelassen, hä? Schon irgendwie... krasser Aufbruch, oder? Spontaner, schneller Aufbruch. Halloween da unten. Ich meine, dass man hier alles zurücklässt, selbst die persönlichen Sachen. Eine Reise nach Paris. Das ist schon irgendwie krass, oder? Ich meine, weiß ja nicht. Das ist wie ein Wespennest. Okay, Frau Schmetterlinge, da ist nochmal so ein Bild, das gleiche wie vorher. Mit dem Regie. Musikinstrumente. Spieluhr, oder? Mhm. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Urpa Sven. Okay, baute das für Barbara. Wer war Barbara? Warte mal. Barbara? Haben wir hier eine Barbara? Da unten haben wir eine Barbara. Ganz links unten. Barbara, 1944 bis 1960. Und der Sven baute das. Haben wir einen Sven? Nee. Okay. Sind wir am Eingang, ne? Da haben sie noch was verpackt oder versuchen zu verpacken. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Okay. Die Mutter hat nicht daran geglaubt, war nicht sehr optimistisch. Dass der Junge wohl noch leben würde. Die ganzen Briefe für die Einzelnen. Eddie, Dawn, Milton, Louis und Edith. Das sind noch zwei Briefe von mir. Nimm sie doch raus, schaut doch mal rein. Okay.
A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Turbulent letzte Nacht. Vieles wurde zurückgelassen. Was ist das denn bitte schon für eine Tür? What the fuck? Völlig zugenagelt. Mit Bauschaum ausgesprüht. Was? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Das ist eine eine Bibliothek. Und da ist irgendjemand. Was? Wie? Was? Warum ist das? Okay. Vielleicht erfahren wir das noch. Das ist ziemlich crazy, Leute. Und hier kommen wir zurück wieder in die Küche, ne? Okay, wir müssen ja auch ein Zimmer gehabt haben. Ein Treppenlift für die Oma. Wow, guck dir mal diese ganzen persönlichen Bilder an hier. Da ist der Hund. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Nachdem Milton verschwunden war, versiegelte die Mutter alle Schlafzimmer. Das ist schon auch ein bisschen crazy, oder? Warum? Then Edie retaliated and drilled peepholes. Edie schlug daraufhin zurück und bohrte Schlupflöcher. Ah, okay, deswegen schauen die Zimmer so aus. Das hat die Mutter gemacht. Alle Schlafzimmer versiegelt. Und Edith hat dann, also die Oma hat dann so Löcherli gebaut zum Reingucken. Das heißt, mein Zimmer ist dann auch. Ist dann auch verschlossen? Molly. 1937 bis 1917. Molly, ganz links drüben. Und Edie ist ganz unten. 1917 bis 2010 ist sie wohl gestorben. Okay, der Louis ist auch 2010 gestorben. Ha. Wie verrückt ist das denn, bitteschön? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Ich habe oft in Großonkels Walters Zimmer gespielt. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Ich glaube, meine Mom hat bereut es manchmal, dass sie es nicht versiegelt hatte. Okay, also das ist das Zimmer vom Großonkel. Ist das Haus unter Wasser? Ein Walhai? Sehr coole Tiere. Was ist das? Eine Bahn. Was für ein krasses Zimmer, oder? Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Louis erzählte mir, dass es Geheimgänge gab, aber ich habe ihn nie geglaubt. Turns out my mom was really good at keeping secrets. Er hat sich herausgestellt, dass meine Mom richtig gut Geheimnisse bewahren konnte. Okay. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Jetzt war es an der Zeit herauszufinden, wovor meine Mom so große Angst hatte. Okay, also wir haben jetzt ganz schnell dieses Ding gefunden, wofür wir den Schlüssel haben. Okay, warte mal kurz. Kann ich wieder rausklettern? Ich kann nicht mehr raus. Ich wollte doch dahinter gehen. Aus den Gemälden an der Wand war klar zu erkennen, dass mein Bruder Milton vor mir da war. Ja, steht auch Milton da. Okay.
Buntglasfenster, Springseil. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Während du dieses liest, glaubst du vielleicht, ich hätte einen Plan. But I had no idea what was behind. Aber ich hatte keine Ahnung, was mich hinter dieser Tür erwarten würde. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Wie ich auch keine Ahnung hatte, wohin das alles führen sollte. Was sind wir denn jetzt? Molly. Wir sind jetzt im Zimmer von der Molly. Das ist das, was wir vorher von draußen gesehen haben, was versperrt war. In meiner Kindheit hatte ich Mollys Zimmer. Siehst du, ich kann das alles nicht lesen. Das geht viel zu schnell. Es ist echt Mist. Finde ich nicht gut. Molly's gerbil had a tiny bedroom with Mollys Rennmaus hatte ein winziges Schlafzimmer mit eigenem noch kleineren Rennmauskäfig. Okay. Sie ist zumindest nicht mehr da, die Molly. Also die Rennmaus. Also das finde ich doof, dass die Übersetzung so schnell weggeht. Das finde ich ganz, ganz doof. Aber ziemlich cool gemacht, oder? Da oben der Käfig hier mit diesen Rohren. Das ist lässig. Eine coole Idee. Being inside for the first time, jetzt, wo ich das erste Mal im Zimmer stand, fühlte es sich an, als wäre ich hinter ein Gemälde getreten. Ein Oktopus. Hasen. Eine Ameisenfarm. Da ist ein Plan vom Haus. Guck mal, Molly, Eddie und Sven, Barbara. Sind die Zimmer wohl? Hat wohl hier geforscht, ein bisschen, Mikroskop, Schmetterling. Der Wecker. I got the sense Eddie had spent a lot. Ich hatte das Gefühl, als hätte Eddie hier viel Zeit verbracht, bevor meine Mom diese Tür versiegelte. Daddy. Okay. Molly. 31 bis 41. Der ist aber auch nicht alt geworden, oder? 10 Jahre. Die ist nur 10 Jahre alt geworden. December 13th, 1947. Liebestagebuch, bald werde ich nicht mehr da sein, aber ich wollte jemandem erzählen, was passieren wird. Es fing alles damit an, dass Mom mich ohne Essen ins Bett schickte. Ich erwachte und hatte einen Mordshunger, so sah ich mich nach etwas Essbarem um. Okay, wir sind jetzt wohl Molly, die kleine Molly. Das Rennmausfutter. Trocken, aber es war mir egal. Warum wurde die eingesperrt, ohne zu essen? Ist sie verhungert? What the fuck? My Halloween candy was all gone. Meine ganzen Halloween-Süßigkeiten waren alle leer. Bitte nicht den Fisch essen. Oh, die Pflanze schaut aber auch nicht mehr gesund aus. Ist da Winter? Ja, da ist Winter, ne? Da sieht man richtig, wie klein wir sind, ne? Wie weit unten wir. I kept eating and eating. Ich aß und aß. Oh Gott. What the fuck? Warum? Die isst Zahnpasta.
I ate a lot of things that ich habe an diesem Abend alles Mögliche gegessen. Ey, das ist irgendwie crazy, oder? Then I heard chirping outside my window. Dann hörte ich ein Zwitschern draußen vor meinem Fenster. Warte mal kurz, die konnte doch auch rausgehen, oder? It was a barn swallow going back to her nest. Es war eine Rauchschwalbe auf dem Weg zurück zu ihrem Nest. I reached out for her. Ich griff nach ihr. Oh, das Fenster ist sogar ver... And suddenly, plötzlich... I was a cat. War ich eine Katze? What the... Okay, Leute. Ich bin gerade ein bisschen völlig paff-puff. Das ist aber alles kaputt hier, die ganze Terrasse. Okay. Puh. Es entwickelt sich alles ziemlich spooky hier, muss ich sagen. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, dass die Übersetzungen so schnell weggehen. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es weitergeht. Wir jetzt hier. Als Katze? Okay. Ziemlich crazy. Also dann, bis zum nächsten Mal. Seid wieder mit dabei. Schaltet wieder ein hier auf meinem Kanal bei Busanusma. Dann beim nächsten Mal, dann geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.